Hallo, ich bin der Eugen. Ich habe diese Vipassana mit Nikolai organisiert, habe sie als Yogalehrer auch geleitet. Bin sehr froh, dass ihr hergekommen seid, dass ihr auch unbesucht unser Programm annimmt. Für mich war es das erste Mal hier an diesem Ort und organisationsmäßig hier hat alles für mich auch gut funktioniert. Ich denke, die Unterkünfte waren auch angemessen. Okay. Was für mich war es auch eine ruhige, stille Zeit, obwohl ich nebenbei auch ein bisschen gearbeitet habe. Ich konnte mich auch ein bisschen wieder regenerieren, ein bisschen Kräfte sammeln, was für mich auch sehr positiv war. Und für mich macht es immer wieder Spaß, die Leute zu sehen, wie sie an sich arbeiten, wie sie sich bemühen. Und wenn man halt Yogalehrer ist, ist das immer gut und man sieht es immer gerne, dass Leute zu einem kommen und sie miteinander Yoga praktizieren. Hallo, ich bin Vasili, komme aus Kreis Hannover, Wunstorf, bin 38 Jahre. Ja, hier in diesem Ort habe ich auch noch nie Vipassana gemacht oder ich war auch hier noch niemals. Bei dieser Vipassana konnte ich vertieft, ist also mir bekannt, ich bin selber auch Yogalehrer, aber konnte jetzt vertieft da in Stoff, sage ich mal so, gehen. Und einige Erfahrungen gesammelt, was auch sehr positiv ist aus meinem Blick. Nette, motivierte Leute kennengelernt und ja, kann nur weiterempfehlen. Tut gut und ist auf jeden Fall ein Stufe weiter. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Monika. Ich komme aus Deggendorf, bin 45 Jahre alt. Erst möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Begleitung in diesen Tagen. Natürlich von der ganzen Gruppe und vor allem vom Eugen, vom Nikolai und von der hervorragenden Küche von der Olga. Habe ich sehr genossen. Auch die Gegend hier war ich noch nie, obwohl es sehr nah an meinem Wohnort ist. Sehr schön. Auch sehr schöne Wege zum Gehen. Die Tage, die man hier erlebt, sind sehr interessant. In der ersten Nacht, so ging es mir, würde man am liebsten wieder abreisen. um dann am nächsten Tag festzustellen, man wächst langsam rein. Am dritten genießt man es und merkt eigentlich, dass die Zeit schon wieder zu kurz ist für das, was man eigentlich mit sich machen möchte. Ich habe viel Inspiration gekriegt und viele Anleitungen, um auf dem Start, ich war noch nie auf einer Vipassana, überhaupt mal reinzufinden und weiterzumachen, kann ich jederzeit weiterempfehlen. Vielen Dank. Ja, ich bin Lange Lilia, bin 61 Jahre alt. Da wollte ich immer das ausprobieren, weil ich habe viel gehört von meiner Tochter, von Yogalehrer. Nur jetzt habe ich ausprobiert. Ja, erster Tag war sehr anstrengend und jetzt fühle ich mich wie so seelisch, wie freier. Mein Kopf ist frei und irgendwie habe ich so ein schönes Gefühl. Aber für mich war schon sehr anstrengend zu sitzen. Das war am schlimmsten. Hallo, ich bin Louise. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Passau. Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Also erstmal auch danke. Es war sehr, sag mal, nährend. Oder also, mir fällt nicht das richtige Wort ein. Es war auch hart. Also die erste Morgenmeditation um 6 Uhr morgens, 1,5 Stunden, dann dachte ich mir, zum Glück mache ich das nicht 10 Tage, sondern nur 3. Und dann wurde es aber immer besser, vor allem mit dem Pranayama, weil ich dann mich besser konzentrieren konnte. Und ich bin wirklich überrascht, dass der Geist ruhiger wurde, weil der ist bei mir ganz schön aktiv immer. Aber es kann wirklich besser werden. Und das war eine gute Mischung aus, ich sage jetzt mal, geistiger Arbeit. Also es ist schon eben anstrengend, finde ich, sich zu konzentrieren. Aber auch so Erholung für die Seele. Also vor allem auch das Spazierengehen und der Wald, der hier gleich ist, und da konnte man ganz viel entdecken und das war alles so schön voller Moos und ja, habe ich sehr genossen. Und auch das Essen von der Olga war sehr gut.
Was mir auch sehr schwer gefallen ist, ist dieses Nicht-Kommunizieren, also nicht so das Reden, sondern auch auf Gestik und Mimik zu verzichten. Und ich kam mir oft richtig ignorant vor oder so, also wenn ich nicht Danke sage, wenn mir jemand die Tür aufhält oder mit meiner Mitbewohnerin, ich wusste auch nicht, ja, also ich konnte ihr nicht sagen, ja, les ruhig weiter oder weiß ich nicht, willst du das Fenster auf, zu, so Sachen. Das ist mir schon schwer gefallen, weil ich mir dann selber so hart vorkam irgendwie. Aber es hat mir, glaube ich, sehr gut getan, weil ich immer viel im Außen bin und nicht so bei mir. Aber das war doch eine Herausforderung. Genau, aber ich würde es weiter empfehlen und ich würde auch gern irgendwann das 10 Tage Vipassana machen. Ja, danke. Ja, ich übernehme gerade das Mikro von meiner Tochter Mira. Die ist 17, ich bin die Claudia, 53. Wir haben uns relativ überraschend entschlossen, hier teilzunehmen, weil wir beide noch nicht lange Yoga machen. Ja, war eine sehr fordernde Zeit. Muss, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen alles sacken. Hallo, ich bin Natalia und ich wohne gerade in Freiburg und bin 31. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit hier und auch anstrengend, klar. Aber es lohnt sich, die Anstrengung. Also ich bin irgendwie hier angekommen und war ziemlich gestresst. Und jetzt fühle ich mich halt total ausgeglichen und ja, wieder irgendwie viel mehr bei mir. Und ja, die Natur ist hier total schön und die Gehmeditationen. Und auch danke für die Anleitungen von Eugen und Nikolai. Und das Essen war auch sehr gut. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, auch als Vorbereitung für die 10 Tage. Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe erst die 10 Tage gemacht und jetzt die 3 Tage. Ja, andersrum ist vielleicht besser, aber naja, nicht unbedingt. Hallo, ich heiße Andrei. Ich bin 39 Jahre alt. Das ist meine 4. Vipassana. Ja, erstmal möchte ich bedanken bei den Lehrern, bei den Teilnehmern für eure Unterstützung, für eure Energie. Das konnte ich sehr gut spüren. Die hat mir auch weitergeholfen. Ja, wie gesagt, das ist meine 4. Vipassana. Und jedes Mal konnte ich etwas tiefer in mich hineingehen, noch mehr in mir öffnen. Und ich merke es so riesig, dass es noch so viel an sich zu arbeiten ist. Und das motiviert mich natürlich für die nächste Vipassana. Ich habe schon wieder Gedanken für die nächste Vipassana. Also ich bin der Nikolai, komme aus Raum Hannover. Bin 38, ja. Ja, ich habe aufgehört zu zählen, wie alt man ist. Ich wollte mich bedanken bei euch. Ihr wart eine sehr ruhige Gruppe. Man hat wirklich bemerkt, obwohl die Gruppe klein ist, trotzdem ist nicht jede Gruppe so ruhig. Das heißt, sehr viele achten nicht aufeinander und machen einfach viel Krach, wenn die auch Vipassana praktizieren. Doch bei euch war es wirklich angenehm, man konnte gut praktizieren. Und ja, war sehr überrascht, dass es so ruhig ist, vor allem für die meisten Teilnehmer, die zum ersten Mal Vipassana gemacht haben. Ja.